Weiter geht's mit der European Modified Series und zwei Rennen in Paris und Barcelona. Let's go! Also ich wollte was nachgucken, genau. Wie viele Rennen? Wir haben hier neue Autos, ne? Warte mal, wir haben bestimmt neue Autos jetzt gerade, oder? Kann das sein? Was haben wir denn hier Schönes? Hier ist ein 300 ZX, ein Honda S2000, ein Subaru BRZ, ein Datsun 240Z und ein Nissan Skyline. Boah, von der Leistung, was haben wir denn noch von der Leistung? Sieht, glaube ich, nach dem Nissan eher ein bisschen aus. Den haben wir schon mal gefahren, den Honda, ne? Kann das sein? Ja. Ah, ich nehme den Subaru. Jo, irgendwie steuert er gerade mein Lenkrad ein bisschen neu. Ja, jetzt wird das Bild Geräte verbunden. Gut, dann mache ich mal das Ding hier ab. Also dann, Chris, naja, gut, okay. Damit, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Grid. So, auf geht's. Mit dem Start in die neue Woche mit Grid und diesem Rennen hier aus Paris. Das kennen wir ja schon, die Strecke. Hier unten unter dem Eiffelturm haben sie sogar schon gestanden. 2011, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsste, ja, Ende Mai 2011 war das, glaube ich, wenn ich irgendwie... War auch so eine Spontantour eigentlich und davon, was machen wir da? Machen wir da Paris? Okay. Sowas halt in der Richtung war das. Was jetzt eigentlich auch nicht mehr so möglich ist. Mit Lücke doch nicht so zu. So, okay, Platz 18 sind wir jetzt zumindest in der Mitte der ersten Runde. Mit dem Teamkollegen ist nicht viel zu sehen, der ist momentan weit, weit hinter uns. Und die Straße ist so eng, dass ich gar keine Chance habe, mich da irgendwo noch durchzudrücken in der Kurve. Ah, der rührt schön den Wagen. Und das passt doch noch! Lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. So, den hole ich mir auch noch, den Kollegen hier vor mir. Reicht das für Platz 1 immer noch vor der Ziellinie? Jo, aber so gerade. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja. So. Nächste Rennen ist Barcelona. Das könnt ihr jetzt schon mal sagen. Nicht zu nah an die Wand reinfahren, das wird irgendwo hängen bleiben oder sowas. Das wäre nämlich blöd. Ja, das ist das Schöne mit den neuen Season, dass wir dann auch direkt noch viele neue Strecken dabei haben. Wie jetzt zum Beispiel Paris. Paris hat man, glaube ich, gar nicht in der Karriere. Und ich glaube, diesen 8er Kurs aus Shanghai von der letzten Folge, den hatten wir auch noch nicht. Ich find's cool. Ich feiere es gerade, dass man tatsächlich mal ein bisschen Abwechslung mit reinbekommt und nicht immer die gleichen Strecken hat. Klar, die Fahrer sind die gleichen, aber die Strecken sind ein bisschen anders. So, das erste Rennen geht uns an uns. Und damit geht's auf jeden Fall sehr gut los. Die ersten 5 Rennen haben wir, glaube ich, 4 oder 5 Rennen haben wir jetzt schon gewonnen. So, das sollte locker jetzt reichen für Level 72. Jawohl. Ja, fast 2 Millionen, oder? Vielleicht natürlich 1,908, ja, oder? Nee, nein, 19 Millionen, fast 20 Millionen Erfahrung, Quatsch, also Geldeinheiten. So, die nächste Strecke ist jetzt Barcelona. Auch hier sind 2 Runden angesagt. Wir gehen bald auf die 100 Folgen zu, aber wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich nicht komplett schaffen, das Spiel. Müssen wir gucken. Aber sind noch. Ich weiß nämlich nicht, wann das Spiel rauskommt. Vielleicht kommt es eher ein bisschen später raus. Ich weiß es halt nicht. So, jedenfalls geht's los. Platz 15 diesmal.
Also einfach weiter hinten, aber das sollte doch uns nicht davon abhalten, das Rennen hier zu gewinnen, oder? Der erste, der geht hier richtig gut ab. Hier, das ist der kleine Nissan. Also es sind viel gemischte Fahrzeuge dabei. Hier sind 240. Und das ist die Wand. Dankeschön, Kollege. Den hast du mir schön versaut, den Start. Ah, ist das gut. Okay, ich bin gerne vorbeigedrückt, aber der meinte dann zu sagen, komm, ich hau dich nochmal rein. Ich hab's vorher nicht anders gemacht. Okay, es kann sein, dass unsere Serie hier reißen wird. Ich weiß auch nicht, wie das Rennen mit die Wertung aussieht, wenn wir das Ding nicht gewinnen. Aber ich versuche mich wieder reinzukämpfen. Davon ist das Ende schon des Feldes. Jawohl. Wir sind doch schon wieder dran. Und zwar zwei Runden Zeit, aber... Ja, wir müssen so schnell wie möglich daran, dass wir dann irgendwie so ein bisschen reinkämpfen können. Und ich sehe schon, so viel Platz ist hier nicht, um sich durchzuarbeiten. Ich weiß jetzt auch nicht, wer es war. Also, ich bin jetzt wieder dabei. Ich will sofort wie möglich nach vorne. Ich will irgendwas mitnehmen. Ja, das ist schon die erste, schon in der letzten Runde. Wo jetzt alle nach und nach dabei sind. Mit Beginn der letzten Runde sind wir zumindest dabei. Sind wir dran am Feld. Das ist die letzte Runde. Du kannst doch vom letzten Platz wegkommen. Ja, das ist mein Ziel, aber das ist bitter halt. Da liegt einer. Ich wollte mich jetzt ein bisschen weiter nach rechts rausziehen. So, und dadurch, dass die drei euch da ein bisschen bekriegt. Du warst das eben, ne? Ich meine, ich hätte was Lilanes gesehen im Augenwinkel. Ich meine, gewinnen werden wir es nicht mehr, das ist klar. Ja, also da momentan schon auf. Boah, mein Gott, Alter. Ja, jetzt haben wir es verloren. Scheiße! Da hat er mir schön die Lücke zugeworfen. Mich in die Wand gehauen. Und jetzt müssen wir gucken, wie so weit wie möglich. Also diese drei hier vorne will ich noch überholen, wenn ich 12 darf. Ja, das, wie gesagt, das Rennen hat er mir sowas von versaut. Und ich krieg auch nicht mal mehr die drei da. Zumindest ist es Platz 15, die mir dann einbrockt. Und der wird 12. Ja, nee, ist klar. Der wird irgendwo noch verdammte Scheiße noch belohnt. Top 10 hätte ich gerne noch gehabt. Ja. Da haben wir schön weggeballert. So. Und es reicht nicht, um das Ding jetzt insgesamt zu gewinnen. Wir sind nicht mal mehr in der Top 3, oder? Doch, Dritter sind wir, glaube ich, noch geworden, oder? Ja. Ja, sag ja. Der hat es da das Ding komplett versaut. Ach, Mann. Penner. Na gut. Dann machen wir hier Feierabend. Wir sind morgen wieder um 14 Uhr.